Willkommen zu diesem Video! Heute geht es weiter mit der 260. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir bekommen erstmal 25 Runen, haben jetzt knapp 260. Dann haben wir hier noch ein paar Angebote, aber die werden wir uns alle nicht holen. Und hier haben wir. Okay, Spießchenlauf. Flutterzahn, Windfang, sehr, sehr wichtig. Da müssen wir auf jeden Fall mitmachen. In zwei Tagen geht's los. Weil Windfang wollen wir auf jeden Fall haben. Wäre schon ganz nice, wenn wir Windfang kriegen könnten. Weil, ja, Windfang ist halt ein extrem guter Reitertrache, der vielleicht dieses Jahr noch eine Reise dazu bekommt. Bis jetzt hat er ja noch keine Reise. Aber es könnte theoretisch ja mal was dazu kommen dieses Jahr. Deswegen wollen wir uns den dann einfach holen, wenn es soweit ist. Hier nehmen wir die 120 Bernstein mit. Dann schauen wir hier hinten. Können wir irgendjemanden füttern? Ja, den erstmal. Der kann ins Training, dann Backhaar sehr wichtig. Geht erstmal ins Titan-Training. uns jetzt schon ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Stille Macht geht auf Level 25 jetzt. Dann ist hier das letzte Haus fertig. Und damit haben wir volle Wikinger. Könnten sogar schon einen brüllenden Tod kriegen, was aber ein bisschen schwierig ist. Weil wir noch nicht mal die Sammlung vom hier um, großen Überwilden fertig haben. Das müssen wir erstmal machen. Hier können wir aber auch erstmal dran drehen, bevor wir das machen. Ja, dann müssen wir halt mal gucken, wie das ist. Sehr schön, dass der mit titan wird. Ne, wegen der Sammlung müssen wir mal gucken, weil das wird schwierig, würde ich noch sagen. Also, das wird bestimmt nicht ganz so einfach. Da müssen wir auf jeden Fall schauen. Aber ich will die eigentlich demnächst mal fertig haben. Das Problem ist halt, dass das eine relativ große Sammlung ist. Und wir, da ich glaube, noch nicht allzu weit sind, da fehlt uns noch ein bisschen was. So, was bekommen wir denn hier? Hier erstmal nochmal ein bisschen Fisch und wir können ihn erstmal wieder ins titan schicken. Dann, Bernstein gibt es ja auch noch. Jetzt haben wir. Uh, oh, wir haben gleich 30. Da könnten wir uns. Na, oder, ich weiß nicht. Ich schätze mal, wir sparen noch drauf. Mal schauen, ich glaube, ja. Ich schätze mal eigentlich, dass ich sparen werde. Auf die nächste jahreszeitstatue So, dann haben wir hier niemanden mehr zum Füttern, ne? Genau so war das ja. Ich habe herausgefunden, wir können das jetzt abbauen, aber erstmal in unsere Lagerhöhe sind. Und das ist jetzt noch nicht, und das heißt, es dauert noch etwas. Erstmal können wir jetzt noch den Immerflügler wieder losschicken. Einmal einsammeln und wieder los mit ihm. Dann die beiden Gratispakete öffnen. Haben wir noch ein paar auch auf Lage, die könnten wir auch irgendwann mal öffnen, müssen wir mal schauen, wann wir es machen wollen. Erst holen wir uns das ran. Dann holen wir uns das nächste Paket ran. Und das sind die nächsten sechs Odins marken die nehmen wir auch gleich wieder mit. Da haben wir hier noch ein bisschen Fisch und sehr viele Runen. Naja, viele nicht unbedingt, aber auf jeden Fall mehrere Karten mit Runen. Hier haben wir nur Holz, bisschen Fisch und Pakete, gut. Nicht, dass wir da noch irgendwie. Also, wenn jetzt zum Beispiel hier mal Bernstein drin sein sollte, den sammeln wir auch ein, aber den Rest nicht. Also, gerade was jetzt Pakete angeht, die lassen wir drin, aber Bernstein sammeln wir ein. So, hier kann es erstmal wieder losgehen mit gratis. Dann gehen wir zu Kots und Work. Können wir auch erstmal wieder weiterschicken. Da müsste jetzt noch ein. Ne, gut, dann war das Sägezahn-Ei gleich bei dem ersten Teil. Sägezahn-Ei und hier am Knochenräuberei sind, wenn es eins von beiden in der Reise gibt, kommt das andere auf jeden Fall auch noch dazu. So, hier haben wir die Aufgaben fertig. Auch eine wöchentliche Aufgabe, auch sehr gut. Nochmal ein paar Ruhen. Dann haben wir hier unten noch 50 von den Freyas Blumen und 200 Bernstein. So, das passt alles. Was haben wir noch für Aufgaben? Ist die Frage. Holz, beschleunigen. Okay. Gut, wird schwierig. Da gehen wir erstmal in den neuen Spießrundenlauf. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich Runen mitzunehmen. Insofern wir gewinnen. Und es gibt nochmal ein schönes spießrundlaufpaket. Bis dorthin sollten wir auf jeden Fall kommen. Also darauf, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ein paar Runen auf jeden Fall auch, weil wir haben ja demnächst dann die Suche von Windfang. Und dort will ich auf jeden Fall Windfang mitnehmen. Und wir haben ja zurzeit auch ein Problem so. Was halt die Sachen angeht, weil wir halt kaum noch Ruhen haben. Was für ein Team nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das. Ne, nehmen wir nicht, weil wir haben keinen Heildrachen drinnen, wenn wir das so nehmen. hm. Schwierig, schwierig. Machen wir es so. Oder? Ja, oder? Hm. Ja, sonst haben wir das Problem, dass wir keinen Heiltrachen haben. Das Problem ist, Sturmschneid können wir halt unendlich nutzen, weil den können wir noch nicht leveln und das ist das Problem. Deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal den Kampf. Wird schon irgendwie klappen. Und wäre schon ganz nice, wenn es ordentlich klappt. So, dass wir ordentlich durchkommen. Als erstes gehen wir auf den normalen tödlichen natter und dann auf den nader so, das sollte erstmal so ganz gut klappen. Die erste Welle sollten wir auf jeden Fall schaffen. Beziehungsweise allgemein den ersten Kampf schafft man eigentlich immer. Da hat man keine Schwierigkeiten. Normalerweise. Und. Da schauen wir mal. Ja, gut. Das ist jetzt nicht ganz so nice, aber dann machen wir es einfach so. Der greift den an, das ist in Ordnung. Dann gehen wir normal auf den. Können uns jetzt gleich einmal heilen. Und dann sollte das passen. Genau, normal nochmal. Dann heilen wir uns jetzt einmal hoch. Und weg ist der Kollege. Damit sind wir in Welle 2. Das ist auch schon die letzte Welle bei diesem Angriff. Wir gehen am besten auf die 5-Attacke mit dem Windknirscher. Insofern er keine Schwäche hat. Gut hat er nicht. Sehr gut. Dann machen wir das nämlich gleich. Nämlich dann ist der exotische Flüsternde Tod auch weg. Dann holen wir uns jetzt noch den... Ja, äh... Ne, Regenschneider. Ist es kein Flutsegler Regenschneider? Den holen wir uns als nächstes, da geben wir uns hier Stärke. Und da war es schon. Da haben wir den ersten Kampf gewonnen. Sehr nice. Und da ist das erste Glücksrad. Mal schauen, hier bekommen wir eine Frucht der Weisen. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Könnte hilfreich sein. Gut, da gehen wir hier wieder raus. Und nehmen uns jetzt die 600 Bernsteine mit. Sehr gut. So. Diesen Briefkasten, die können wir auch gleich einsammeln, bevor wir vergessen, dass die hier drinnen sind. So, mitgenommen. Und dann gehen wir wieder auf Events. Vor allen Dingen Events, ne? Und Let's go. Sie sind auch gleich beim ersten Gratispaket. Es sind nur noch zwei Kämpfe. Geht eigentlich ganz schnell. Dann haben wir ein weiteres Gratispaket. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt eigentlich schon haben. Ich glaube, zehn Pakete müssen schon fast sein. Das sind schon mal. Ja, das wären fast. Um die 60 Audience marken? Na, ich weiß halt nicht genau, wie viel wir haben. Müsste man nachzählen, aber darauf habe ich auch gerade keinen Bock. Mache ich irgendwann mal. Ich zähle mal nach, irgendwie. Vielleicht in einem Livestream oder so. An alle, die es noch nicht wussten. Ja, okay, wenn ich das jetzt ankündige, ist eigentlich zu spät, schätze ich mal. Weil ich hatte eigentlich vor, heute zu streamen. Und ich schätze mal, ich habe es auch gemacht. Und das wäre aber dann schon gewesen, dann jetzt. Oder würde gerade noch laufen. Je nachdem. Wie lange und wann ich angefangen habe. So, dann machen wir das einmal so. Damit sind die schon fast alle weg. Und wir holen uns den riesenhaften Altraum. Nein, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir dachte. Gut, dann wird unser, genau, unser hier im Donnertrommeler wird weg sein, schätze ich mal. Na gut, noch nicht. Ja, gut, dann verlieren wir ihn aber auch nicht mehr. Ich hätte dachte schon, aber nee, wir haben gewonnen. Sehr schön, da haben wir auch gewonnen wieder. Nächster Kampf ist gewonnen. Und da ist das nächste Glücksrad. Es wird wieder dran gedreht. Wir bekommen ein Aktionspunkte-Booster. Schnelle Aktion. Ey, wieso haben die das Ding umbenannt? Naja, egal. Und dann geht schon zu dem Kampf, zu dem nächsten Gratis Paket. Ja, würde ich schon mitnehmen. Wäre schon richtig nice. Und. Werden wir mal schauen. Als erstes holen wir uns den Kronkel. Danach. sehen wir dann in der zweiten Welle. Dann müssen wir mal schauen, wie es dort weitergeht. Ja, der Kronkel kommt auch noch ein einziges Mal dran. Dann im heutigen Video möchte ich wieder drei Leute grüßen. Und zwar: viele Grüße an Nicole, Gameboy und Beast. Viele Grüße an euch drei. Wir sind jetzt auch schon im zweiten Teil beziehungsweise in der zweiten Welle von diesem Kampf. Und wir holen uns als erstes den Reißzahn weg. Wir kommen nochmal auf die vierer Tage mit dem hier im Dornertrommler, das ist sehr gut. Damit können wir auf jeden Fall wieder guten Schaden machen und vor allen Dingen wieder die besseren Attacken verbieten. Was natürlich sehr gut für uns ist. So, das ist nicht ganz so nice, aber egal, der ist weg. Damit ist nur noch der wahnsinnige Zipper da. Und den holen wir uns auch gleich. Einmal so, dann einmal so. Und weg ist er. Sehr schön. Nächster Kampf ist auch gewonnen. Und da ist das nächste Glücksrad, wo wir auch wieder dran drehen können. Ey, aber ich habe übelst lange aus diesen Glücksrädern keine Pakete mehr bekommen. Wurde die Chance da jetzt irgendwie runtergedreht oder was ist da los? Ich meine, auch auf meinem Hauptaccount, wo ich jetzt zum Beispiel immer zwei Glücksräder habe, habe ich bisher auch noch keins bekommen. Da habe ich dann zwar schon extrem viel Fisch, mehrere Milliarden Fisch bekommen. Teilweise, dass nach jedem Kampf dann gleich mal mein Lager doppelt voll war. Aber Pakete irgendwie noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Ne, keine Ahnung. Ob die da jetzt irgendwas an den Chancen verändert haben oder so. Ich meine, Goldpaket haben sie ja schon mal rausgenommen, was ich voll blöd finde. Weil Goldpaket war halt immer so richtig nice, dass du einfach ein Goldpaket da rauskriegen kriegen konntest. Dann hatte ich ja eben auch so viel Lack, da habe ich ja innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder so drei Stück bekommen. Das war auch richtig nice. Aber naja, zurzeit ist es gerade nie so. Zurzeit habe ich da gerade nicht ganz so viel Glück. Ähm, den sollten wir uns eigentlich schnell wegholen. Weil sonst haben wir gleich ein Problem. Gut, zu dem Problem kommt es nicht. Sehr schön. Zweite Welle. Diesmal sind es auch drei Wellen, müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass wir zu viel ausgeben. So, geben wir uns hier erstmal Stärke, dann holen wir uns den, dann schläfern wir ein. Und dann müssen wir uns irgendwie demnächst mal wieder heilen. So, Nummer 1 ist weg. Jetzt gehen wir auf Nummer 2. Diesmal heilen wir uns. Genau, jetzt heilen wir uns. Dann gehen wir auf den Knochenräuber. Und den holen wir uns jetzt noch weg mit dem Windknirscher. Und dann ist er auch komplett besiegt. Sehr schön, da haben wir die zweite Welle besiegt. Dachte gerade schon, es wäre vorbei, aber nee, ist ja noch eine dritte, habe ich auch gerade schon gesagt. Ich habe es nur wieder mal selber vergessen. Und deswegen holen wir uns jetzt zuerst einmal den. Äh, ja, Flüstern tot. Dann einmal so. Damit ist der schon mal weg. Und damit haben wir diesen Kampf auf jeden Fall auch easy gewonnen. Hier wird nicht mehr viel passieren. Abgesehen davon, dass wir halt jetzt noch gewinnen am Ende. Und zwar jetzt. Sehr schön. Kampf beendet. Und da ist das nächste Glücksrad. Es wird wieder einmal dran gedreht. Das sind 12 Millionen Holz. Das zweite Glücksrad können wir aber leider nicht mitnehmen. Und wir hätten noch einen Kampf übrig, den wir noch machen können. Und ich glaube, den machen wir auch gleich mal. Und schauen, was da so draus wird. Ob wir da was schaffen oder nicht. Das ist hier die Frage. Es sind diesmal nur zwei Wellen, okay. Und ich würde sagen, zuerst holen wir uns den das junge Rumpelhorn weg. Weil das macht uns. Würde uns teilweise, ich glaube, mehr Schaden machen und würde uns mehr nerven als das andere. Also beziehungsweise als der trommler Aber auf jeden Fall müssen wir uns jetzt heilen, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Das Problem ist jetzt, dass wir den schon mal nicht mehr wegkriegen. Sondern der wieder ganz knapp überlebt und er natürlich. Gut, er geht nicht auf den Knochenräuber, das ist sehr gut. So, da heilen wir uns wieder einmal hoch. Dann holen wir uns den weg. Und jetzt holen wir uns noch den Donnertrommler. Der verbietet uns erstmal das Heilen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das Blöde ist, ich habe vergessen, mir die Stärke auf den Knochenräuber zu geben. Deswegen sind da gerade ein paar Aktionspunkte in die Leere gegangen. Aber das können wir ja jetzt machen. Da geben wir uns das jetzt einmal hier und einmal hier. Damit sind wir in der zweiten Welle. Das ist auch schon die letzte Welle diesmal wieder. Wir kommen auf die Vierer-Attacke mit dem donner -Tommler. Das ist eigentlich ganz nice. Bitte keine Schwäche, Sehr gut. Und das macht ordentlich Schaden auf jeden Fall. Damit ist auch der erste Drauf vom Gegner schon weg. Auch sehr schön. Und damit ist jetzt noch der Sturmscheid und das Rumpelhorn da. Wir kommen diesmal leider nicht auf die 4er-Attacke, aber das sollte trotzdem reichen für den, genau. Denn wir kommen auch trotzdem auf die 5er-Attacke von Windknirscher. Und damit haben wir auch hier gewonnen. Richtig nice. Und damit ist das letzte Glücksrad für heute angekommen. Wir drehen einmal dran. Bekommen 28 Millionen Holz. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Bekommen noch einmal 1400 Bernstein. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit, damit hätten wir dann schon 32 Bernstein. Und das können wir wieder umtauschen bei Ered. Damit kommen wir auf jeden Fall gut voran. Und zwar langsam, aber trotzdem gut. Und bevor ich es jetzt nochmal vergesse, erzähle ich gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, elf Pakete sind ist auf jeden Fall nice, da wird es irgendwann mal ein relativ großes Pack-Opening geben. Mal schauen, ich meine, könnte man ja machen, wenn man dann halt nur noch zum Beispiel 66 Odinsmarken braucht, sodass wir dann halt die 620 erreichen würden in dem Video. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, Leute!